Hey ho Leute und willkommen zu diesem Video. Heute gibt es wieder ein neues Quest-Video von mir und wie ihr seht, mein Hassling haben wir geliefert. Yay! Das heißt, wir sind jetzt bei den Quest etwas schneller unterwegs. Ich werde natürlich aber jetzt nicht die ganze Zeit mit meinem Hassling unterwegs sein, sondern auch mal mit meinem Anfangspferd und meinem Pony abwechseln. Also, nicht, dass ihr jetzt auf falsche Gedanken kommt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch dann jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wir fangen hier bei Harald an. Der hat nämlich ein Quest für uns. Einmal im Monat beliefern wir das Schloss mit einer Dose Plätzchen. Das hier sind Kardamom-Plätzchen. Die Baroness liebt sie. Kannst du sie bitte zu ihr bringen? Reite dort auf deinem wunderbaren Pferdchen und du wirst ruckzuck dort sein. Vanilla, du hast ein Kompliment bekommen. So, dann machen wir jetzt mal zum Schloss. Und da klingelt das Telefon. So, ich bin direkt hier mal zum Schloss geritten. Niemand öffnet die Tür. Da bleibt nichts anderes übrig, als zum Schloss zurückzukehren. Außer du möchtest ein Kardamomplätzchen probieren. Sie riechen ziemlich gut. Da niemand die Tür öffnet, scheint es das Beste zu sein, zum Geschäft zurückzukehren. Na, dann drehen wir eben wieder um. Da ist die Baroness wohl gerade nicht zu Hause. Die steht bestimmt wieder auf dem Weingut rum. Wo denn auch sonst? Zum Glück ist es nicht weit. Ach ja, der will auch was von uns. Niemand hat hier im Schloss die Tür geöffnet. Es gab da ein paar Gerüchte in der letzten Zeit, hat jemand erzählt, dass man dort ein Mädchen weinen hören konnte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich glauben soll. Die Baroness scheint ängstlich in letzter Zeit. Okay. Ob ich selbst jemand habe weinen hören? Eigentlich nicht. Ehrlich gesagt hört sich das für mich nach einer dummen Geistergeschichte an. Aber du kannst natürlich immer die Baroness persönlich fragen, wenn du sie siehst. Die Baroness ist die Besitzerin des Silverglade Landguts und der Weinberge. Die Silverglades sind seit Generationen die einflussreichste Familie in Jorvik. Hier sind ein paar Proben von Weinflaschen, nach denen die Baroness gefragt hatte. Schau nach, ob du sie dem Butler bringen kannst. Er sollte beim Weingut sein. Du musst vorsichtig reiten, die Flaschen sind sehr zerbrechlich. Ja gut, ich würde sagen, ich reite nicht, sondern fahre, weil das geht schneller. Und ich bin faul. Drei Tage später. Ah, wir sind da. Oha, das sieht so voll leer aus hier. Bei mir ist ja alles grün. Bei Lucy. Godfrey? Godfrey! Fräulein? Oh, die Flaschen. Sehr gut. Danke sehr. Was? Ja, der Winter war sehr extrem. Auch für das Landgut. Wie es der Baroness geht. Du hast mitbekommen, dass sie sehr beschäftigt ist. Sagen wir mal so, sie hat sich viele Sorgen wegen der GED gemacht. Sie baut zurzeit eine neue Reitstrecke, was natürlich auch sehr viel Zeit und Mühe beansprucht. Ich werde sicherstellen, dass sie die Flaschen bekommen. Vielen Dank, junges Fräulein. Auf Wiedersehen. Pardon, ein Stall? Natürlich haben wir hier einen Stall. Das Silverglade Pferdesportcenter. Der nobelste Stall in Jorvik. Du kommst aus Moorland. Du solltest auf jeden Fall unser Pferdesportcenter besuchen. Es behaust ein paar der besten Pferde dieser Insel. Warum sprichst du nicht mit Linda? Warte, was sage ich denn da? Nicht Linda. Haha, nicht Linda. Da drüben sind ein paar andere Stallmädchen. Ich glaube, eine von ihnen heißt Judy. Sie wird dir helfen. Wenn ich die Story nicht schon kennen würde, würde ich sagen, ich führe was im Schilde.
Hallo Liz, natürlich weiß ich, wer du bist. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin übrigens Judy. Ich habe vorhin mit Thomas Morland gesprochen und er hat mir gesagt, dass du und Vanilla Star ein tolles Team seid. Das macht mich wirklich glücklich, da Vanilla Star das Pferd ist, mit dem ich damals in Morland als Steinmädchen angefangen habe. Er ist ein tolles Pferd und übrigens ist er eine Stute und verdient eine Reiterin, die ihn versteht. Wie auch immer, wir brauchen mehr Personal, seit Linda gegangen ist. Thomas hat gesagt, wenn du vorbeikommst, könnte ich dich fragen, ob du Lust hast, dir ein wenig auszuhelfen. Moment mal. Wenn ich hier schon verscherbelt. Hast du schon die Baroness getroffen? Das überrascht mich nicht. Sie ist in letzter Zeit regelrecht hysterisch, wenn man sie denn mal sieht. Es scheint so, als würde sie mehr und mehr Zeit im Schloss verbringen. Gott weiß, was sie dort treibt. Kannst du bitte so lange im Stall aushelfen, bis Thomas dich wieder braucht? Was soll ich dir machen? Gott sei Dank, du hast ja gesagt. Also, was du machen musst, ist den Pferden Heu geben, sie pflegen und die Boxen aufmüssen. Du kannst das machen, sobald du es für nötig hältst. Mehr Infos findest du auf der Tafel im Garten. Ich bin in der Nähe, falls du etwas brauchst. Ich denke, du wirst das gut hinkriegen. Du siehst wie ein ziemlich schlaues Mädchen aus. Womit wir gerade dringend Hilfe brauchen, sind die Wasserleitungen. Wir haben gerade das Wasser angemacht und jetzt sind die Leitungen nicht undicht. Und sie müssen im Winter durch die Kälte Schaden genommen haben. Kannst du die undichten Stellen finden? Reite dort auf Vanilla Star hin und wenn du eine undichte Stelle findest, dreh den Hahn an dieser Stelle zu. Okay. Zum Glück sind wir das Level 6 und auf der Karte ist noch alles markiert. Hoho, ein Luxus. So, dann gucken wir mal, wo denn hier so leere Stellen sind. Kaputte. Einmal hier. Können wir uns direkt merken? Ich weiß nämlich, dass wir für den nächsten Quest oder einen der nächsten Quest, ich weiß nicht, ob das schon direkt der nächste ist, dann wieder hier halten müssen und die Löcher flicken. Hier geht dann ja auf der Rennstrecke lang. Bin ich mal gespannt, wenn wir die kriegen. Hier. Hallo? Wir sind ja noch undicht. Okay, wie viele? Hilfe! So, und Nummer 8 noch. Wo ist die? Da hinten. So, das wird dann aber auch der letzte Quest sein für heute. Und dann schauen wir demnächst mal weiter. Ich denke, morgen werde ich direkt die nächste Folge hochladen. Jetzt habe ich Ferien, jetzt habe ich Zeit. Kann ich ordentlich aufnehmen. Ich hier auch mal ein bisschen weiterkommen auf dem Account. Das war mein Timer. Du hast Alu nicht eine Stelle gefunden? Fantastisch! Du glaubst nicht, wie glücklich ich bin, dich hier zu haben. Okay. Hier hören wir dann aber auch auf. Das nächste Mal machen wir dann hier, denke ich mal, direkt bei Barney weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.